Ja, Einsamkeit ist ein Thema, das uns immer wieder begegnet. Also es gibt sowohl Fälle, wo Leute tatsächlich einsam sind, also im Sinne von, dass sie wenig soziale Kontakte haben und sich einsam fühlen, weil sie vielleicht von Natur aus schon eher introvertiert sind oder eher ein bisschen ängstlich sind im sozialen Kontakt. Und wenn dann vielleicht noch ein Schicksalsschlag dazu kommt, wie zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit, ja, oder ein Verlust von einer vertrauten Person, dann kann es dazu führen, dass man wirklich einsam ist. Was uns aber auch oft begegnet, vor allem bei Jugendlichen, ist, dass sie sehr wohl soziale Kontakte haben und sich auch in der Gruppe bewegen, sich aber trotzdem innerhalb von dem Kollegenkreis einsam fühlen. Also, dass sie sich wie nicht zugehörig fühlen oder wie, ja, den Eindruck haben, dass sie wie die Beachtung von der Gruppe nicht haben und sich dort wie ein bisschen als Aussenseiter wahrnehmen. Also, dass sie sich einsam fühlen, trotz der sozialen Kontakte.